Topmodell der Marke wieder dran. Ach Gott, das ist aber auch spannend. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Ich kau ihm fast die Fingernägel ab. So, gleich gibt's die Glocke für die letzte Runde. Das gehört dazu. Zu Paris-Roubaix, das gehört ins Velodrom. Und dann geht der Aufschrei weiter. Und alle stehen sie natürlich irgendwo auf den Rängen. Die Glocke im Hintergrund. 400 Meter, das sind keine 160 oder 250 Meter wie bei den Olympiabahnen. Das sind 400 Meter Betonpiste. Und Edvard Borsenhagen kommt genauso zurück wie Ian Stannard an seinem Hinterrad. Ja, die kommen nochmal heran. Guck mal, die fahren oben, holen den Schwung. Die sind doch gar nicht alle wieder da. Das kann, wer soll denn hier gewinnen? Ich werd verrückt. Ian Stannard, der kommt gleich. Pass auf, der zieht das Ding nochmal durch. Hoch oben Schwung, wie es die Sprinter machen. Sepp van Marke, dritter Position. Matthew Heyman kommt nach vorne. Tom Boonen, zweiter. Wenn er dann eingeklemmt wird, dann kommt er in dieser Kurve nicht mehr vorbei. Jetzt kommt Stannard und außer dem schwarzen Sky-Trikot. Matthew Heyman nach vorne. Tom Boonen in einer schlechten Situation, wenn die Lücke nicht aufgeht. Matthew Heyman vorne, der zweite Australier. Matthew Heyman holt sich den Sieg. Tom Boonen schafft es nicht. Und Matthew Heyman siegt nach 5 Stunden 51 Minuten und ganz genau 53 Sekunden Fahrzeit. Sarah Motins muss noch einmal rumfahren, da geht es um die nächsten Plätze. Aber der Mann, der heute in der Gruppe des Tages war, Matthew Heyman, gewinnt als zweiter Australier nach Stuart O'Grady im Jahr 2007 dieses wunderbare Rennen über 52,7 Kilometer Kopfschaltpflaster. Ja, war das ein Ding. Die Gruppe mit Marcel Sieberg, super Rennen auch von ihm. Das gilt auch für Heinrich Hausl, das gilt auch. Ja, der kann es gar nicht glauben. Sein größter Erfolg, Matthew Heyman als Sieger in diesem Rennen. Weiter weiß gar nicht, was los ist. Nee, ich glaube, der kann es doch gar nicht glauben. Er weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass jemand vor ihm ist, dass jemand rausgefahren ist. Aber ja, er konnte es tatsächlich nicht glauben. Hier, Heinrich Hausler wird Sechster, wird die Sprint der nächsten Gruppe. Also Sieberg dann auf Platz 7, super Rennen vorbei, gar keine Frage. Toll gekämpft, das gilt auch für die Schweizer Mannschaft IAM mit Sarah Motins. Und das ist der Sieger Matthew Heyman aus Australien. Er hat dieses Rennen zum ersten Mal im Jahr 2000 bestritten, damals 65. Und heute auf dem Podium ganz oben seine 15. Teilnahme bei Paris-Roubaix. Wie hat Jens gesagt, nie aufgeben. Und nicht nur in Bezug auf eine Austragung von Paris-Roubaix, sondern nach 15 Jahren, endlich hat er es geschafft. Sicherlich die schönste Belohnung für einen Rennfahrer. So, Matthew Heyman nach vorne, Tom Boonen in einer schlechten Situation, wenn die Lücke nicht aufgeht. Matthew Heyman vorne, der zweite Australier. Matthew Heyman holt sich den Sieg. Tom Boonen schafft es nicht. Und Matthew Heyman siegt nach 5 Stunden 51 Minuten und ganz genau 53 Sekunden Fahrzeit. Sarah Motins muss noch einmal rumfahren, da geht es um die nächsten Plätze. Aber der Mann, der heute in der Das ist aber auch spannend. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Ich kau ihm fast die Fingernägel ab. So, gleich gibt's die Glocke für die letzte Runde. Das gehört dazu. Zu Paris-Roubaix, das gehört ins Velodrom. Und dann geht der Aufschrei weiter. Und alle stehen sie natürlich irgendwo auf den Rängen. Die Glocke im Hintergrund. 400 Meter, das sind keine 160 oder 250 Meter wie bei den Olympiabahnen. Das sind 400 Meter Betonpiste. Und wenn als Sieger in diesem Rennen. Weiter weiß gar nicht, was los ist. Nee, ich glaube, der kann es doch gar nicht glauben. Er weiß nicht, ob er geglaubt hat, dass jemand vor ihm ist, dass jemand rausgefahren ist. Aber ja, er konnte es tatsächlich nicht glauben. Hier, Heinrich Hausler wird Sechster, wird die Sprint der nächsten Gruppe. Also Sieberg dann auf Platz 7, super Renngruppe des Tages war. Matthew Heyman gewinnt als zweiter Australier nach Stuart O'Grady im Jahr 2007 dieses wunderbare Rennen über 52,7 Kilometer Kopfschaltpflaster. Ja, war das ein Ding. Die Gruppe mit Marcel Sieberg, super Rennen auch von ihm. Das gilt auch für Heinrich Hausler, das gilt auch. Ja, der kann es gar nicht glauben. Sein größter Erfolg, Matthew Heyman, Edvard Borsenhagen kommt genauso zurück wie Ian Stannard an seinem Hinterrad. Ja, die kommen nochmal heran. Guck mal, die fahren oben, holen den Schwung. Das gibt's doch gar nicht, alle wieder da. Das kann, wer soll denn hier gewinnen? Ich werd verrückt. Ian Stannard, der kommt gleich. Pass auf, der zieht das Ding nochmal durch. Hoch oben Schwung, wie es die Sprinter machen. Sepp van Marke, dritter Position. Matthew Heyman kommt nach vorne, Tom Boonen zweiter. Wenn er dann eingeklemmt wird, dann kommt er in dieser Kurve nicht mehr vorbei. Jetzt kommt Stannard und außer dem schwarzen Sky-Trikot.